freue mich, unsere Zuschauer aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus den Kabinen kommen. Es begrüßt Sie Marco Hagemann und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Ja, hallo Marco. Ich glaube, die Zuschauer und wir beide hier oben werden heute eines erleben, was wir uns richtig wünschen, nämlich ein Fußballfest. Alles ist angerichtet. Batshuayi. Er versucht ihn da durchzuspielen. Den hat er ganz genau geschnuppert. Batshuayi. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Jetzt aber. Ab in Richtung Tor. Der geht nicht rein. Der Torwart guckt einfach nur hinterher, reagiert gar nicht und wird, glaube ich, ziemlich erleichtert sein, dass der Ball nicht aufs Tor gekommen ist. Training zahlt sich aus, das ist gutes Zweikampfverhalten. Da geht er alleine. Er hat ihn versenkt. Fantastisch. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Sehr viel besser geht das nicht. Grandioser Treffer. Das war eine 5-Sterne-Flanke und das war ein sensationeller Abschluss. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Sie haben es angekündigt. Es ist ganz wichtig, so schnell wie möglich ins Rollen zu kommen. Das ist Ihnen mit diesem Tor gelungen. Und jetzt schießt er. Gut gehalten vom Torhüter. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Lecco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Einfach und haltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach, trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Und damit steht's 2:0. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Versucht die Gasse zu finden. Er hält drauf. Das geht nicht schnell genug. Konter bedeutet ja eigentlich schneller Gegenstoß, aber von schnell ist hier beim besten Willen nichts zu sehen. Wie der sich hochschraubt. Ui, weit daneben. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Da kommt der Schuss. Und es ist passiert. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Batshuayi war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Thank you.
Damit also steht's 3:0. Er schlägt ihn nach vorne. Hinaus auf die Außenbahn. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das war's. Halbzeit. Alles ist wieder bereit. Newport hat in der ersten Hälfte nicht gerade eine Gala-Leistung gezeigt. Ob das Ganze jetzt... Und sie bekommen hier den Freistoß. Das gibt glatte Rot und weg ist er. Er hat ziemliche Schmerzen und das beunruhigt seine Teamkollegen sehr. Newport nach der Hinausstellung vorhin nur noch mit 10 Akteuren. Sieht gut aus. Ab in die Spitze. Ab auf die linke Seite. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Der ist schön durchgekommen. Die Chance. Treffer versenkt. Heute sind sie bösartig. Sie lassen nicht ab von ihrer Beute. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das Tor noch steht. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Was für eine Blamage. Ein Eigentor. Für dieses Tor würden sie sich vermutlich am liebsten ohrfeigen. Irgendwie geht der Ball ins Tor, auch wenn das ein wenig natürlich auch mit Glück zu tun hatte. Da kriegt er den Ball. Das ist die Chance. Und er schießt. Drin das Ding. Jawohl, immer drauf auf die 12. Heiliger Himmel, die werden hier ja regelrecht geschreddert. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Durch die Abwehr. Und da packt er die Sense aus, um Himmels Willen. Der ist drin. Komplett auseinandergenommen. Das tut einem als neutralem Beobachter ja regelrecht weh. Die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt. Sie schlagen ihn nach vorn und der kommt durch. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Das Wechselkontingent ist hiermit erschöpft. Jetzt muss er vom Platz, oder sagen wir es anders, er darf vom Platz. Er hat alles auf sich rausgeholt und jetzt darf er sich ausruhen. Also mehr als ein Strohfeuerchen ist das noch nicht. Das war absolut überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter, Logo. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Es gibt tatsächlich Strafstoß. Er hat meiner Meinung nach gar keine andere Wahl. Und damit haben sie die Chance, noch zu erhöhen.
gespielt. Vorsprung ausgebaut. Kühl und abgeklärt verwandelt. Er hat die richtige Ecke erahnt, aber er hat die Hand nicht an den Ball bekommen. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Das ist für ihn heute schlicht und einfach der perfekte Tag. So, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Newport vor dem Abschied in der ersten Runde. Es war ein Foul, gar keine Frage. Sie sind sich offenbar so gar nicht einig da unten. Es gibt die ersten Grüppchen. Hoffen wir einmal, dass hier keiner die Grenzen überschreitet. Batshuayi. Rüber, nach rechts. Und da ist die Hereingabe. Eiskalt verwandelt. Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Also bestenfalls gibt es dafür ein Fleißkettchen. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er versucht ihn da durchzuspielen. Batshuayi. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Klare Sache, das muss gelb geben. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Balleroberung. Batshuayi. Guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Der kommt weit nach vorn. Das war's. Sie sind draußen. Hasta la vista. Das ist die Gefahr bei solchen K.O.-Runden. Ganz gleich, wie gut du auf dem Papier bist. Es gibt keine zweite Chance. Wenn du draußen bist, dann bist du draußen. Sie kamen, sahen und